zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tech World, ja? Tech Town natürlich. Und ich wollte ja heute die Monsterfarm hier oben weiterbauen. Ich habe die gerade schon mal beleuchtet, weil hier echt übelst Kasala war, ne? Weil hier waren so viele. Deshalb, ich habe richtig viele Bricks mitgenommen schon mal. Wo ihr denn? Wieso spawnen die hier? Was ist so voll hell hier so? Voll hell. Alter. So, komm, hau ab, ey. Du sprengst doch hier nur wieder Scheiße in die Luft. Geht das nicht. Und ich überlege gerade noch, wie genau ich es am Blödsinn hier einbaue. Ich muss mal eben gucken, wie ich das machen könnte. Ich könnte es natürlich so machen, dass hier ein Glas... hier ein Glasboden rein geht ja nicht, weil hier drunter die Leitungen lang liegen. Oder ich muss die Leitung verlegen. Weil ich würde eigentlich schon ganz gerne, dass die hier irgendwo aufschlagen quasi. Dass die runterfallen, durch Wasser fallen oder irgendwie sowas. Ich überlege gerade noch. Aber egal. Ich hole erstmal Bricks und ich glaube, ich mache es hinten rum. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ne? Ah. Gibt das her jetzt? Bricks. Na, Brick gibt's hier leider nicht. Oh, da habe ich aber auch nicht mehr so voll viele von, ne? Da machen wir einfach nochmal hier. Komm, ach, 1300 Stück. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Und ich hatte das eigentlich vor. Ich werde es auch, glaube ich, so machen. Ich mache, dass die, quasi die, hier die Förderbänder hier enden, nicht? Die fallen dann quasi hier runter. Dafür muss ich allerdings noch eine Reihe ansetzen, damit sie hier auch richtig runterfallen. Und das mache ich mal so, dann sieht es von unten ein bisschen schöner aus. So, habe ich noch Glas dabei? Habe ich auch. Weil dann lasse ich die nämlich ein bisschen weiter da raus. Obwohl ich könnte die eigentlich, nee, hier kann ich sie noch nicht fallen lassen. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. So machen wir das. Hier kommt Glas rein, dann sieht man es auch schön. So, dann kommen hier die, obwohl ist auch blöd, ne? Obwohl kann ich doch so machen. Ich kann auch eigentlich hier die Förderbänder langlaufen lassen. Das hier außen zu machen. So, das mache ich aber eher so tunnelmäßig, ohne die Ecken da oben. Nicht so ganz so gerade. So, das baue ich auch mal komplett aus hier. Aber das ist nicht schön. Ich wollte den auch haben. So. Habe ich ja gerade noch gesagt. Ne? Unten muss das sexy aussehen. Was mache ich? Der Gegenteil. So, da einen hin, hier welche hin, da klatscht so zu drei. Wo kommen die denn raus? Dann fallen die hier hin. Hier irgendwo hin. Am besten durch Wasser durch, ne? Weil dann kann ich die quasi direkt hier, obwohl, wenn die ja hier oben eh spawnen, auch wenn ich unten stehe, ja, wie man eindeutig sehen kann. Ich muss jetzt auch von der anderen Seite rein, ey, sonst sprengt ihr mir alles in der Luft. Hau da ab, ey. Kam denn jetzt noch her? Irgendwo aus da, aus der Ecke bestimmt. So, zack. Was geht denn hier runter? Bis dahin. Eigentlich wären das die perfekten Schächte noch dafür gewesen, wisst ihr? Aber so, und ich muss erstmal hier noch mein Beleuchtungsproblem ein wenig in den Griff kriegen. So, weil ich könnte schwören, der ist nie im Leben so weit rübergelaufen. Oder die kommen von oben reingefallen, natürlich. Kann natürlich auch sein. Weil hier drüber geht es ja auch nochmal richtig ab, ne? So, ich brauche erstmal Conveyor Belts und die muss ich, glaube ich, noch automatisieren. Guck mal, hier sind auch so verfickt dunkel, ne? Ich habe die überall rausgerissen, die Lampen, und ich glaube, ich habe nicht alle wieder hingesetzt. So, kann das sein? Egal. So, da noch eine hin. Jetzt ist hier schon mal einigermaßen hell. Und kühl brauche ich auch noch neue. Egal. Gehen wir erstmal hier runter ins Lab, ne? Machen wir mal zu, weil hier ist auch ganz schön duster, sehe ich gerade. Schade, da kriege ich keine mehr hin. Da auch nicht. Kann ich hier eine drauf machen? Ja! Ja! Sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Passt hier noch? Da passen auch noch welche hin. So, jetzt fühle ich mich hier doch schon so ein wenig sicherer. Okay. Diese Conveyor Belts, ne? Förderbänder. Zu deutsch, ne? Man nimmt am besten die hier, da braucht man keine Farbe. So, und dafür brauche ich das alles. Ich gucke mal eben, was für Rubber ich mehr habe. Okay, also diesen Rubber. Oh, gib her, so, zack. Das muss alles Rubber sein, ne? Ja. Dann drücken wir die doch hier rein. Kommen ja eigentlich immer noch die Sachen an? Einer, dreier, kommen immer noch Sachen an, ich verstehe es nicht so ganz. So. Schauen wir mal weiter eben. Ich brauche jetzt Conveyor Belts. So. Conveyor. Ach, guck mal, Leute, ich habe noch 64 Stück. Aber ich werde bestimmt noch mal locker 300, 400 brauchen. Oh, das war schnell. Das war krass schnell. Das lassen wir mal alles hier, den ganzen Scheiß. Jetzt habe ich wieder Conveyor Belts reingedrückt. Nochmal, weil es so ein bisschen hakelt hier gerade. So.
Das nicht. Ja, komm, da craften wir nochmal welche von, wenn das so schnell geht, ne? So, dann kann ich ja direkt ein paar mehr mitnehmen. Okay, ab nach oben. So, und wie mache ich das jetzt am blödsten? Ich glaube, ich fange... Ich mache das so, dass ich... Ach, ein Enderman ist hier drüber. Ach, geht ja nur andersrum. Scheiße. Scheiße. Aber egal, dann fange ich halt hier in der Mitte an. Oh, und das doch nicht. So, und ich weiß gar nicht, spawnen die auf diesen Teilen? Ich bin mir da unsicher immer. Deshalb mache ich das jetzt erstmal gerade bis zur Mitte. Und nur jeden zweiten, dann können sie sich, ich meine, dann können sie immer noch auf der Hälfte spawnen, so. Dieser ganzen Fläche, was eigentlich locker genug sein müsste. Ja, so doch nicht. So. Kriege ich den auch noch gesetzt hier, wenn ich schwebe zum Beispiel? Ja, perfekt. Okay, den nach vorne, hier setzen wir auch noch eins. Zack, 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 zack. Guck mal, da ist schon fast ein Stack weg hier. So, nächste Reihe ist dann diese hier. Die führt dann bis hier. Und von hier geht die dann so rüber. Wo ist hier ein Zombie? Ach, über mir wieder. Boah, ey. Hab schon gedacht, der wäre jetzt hier direkt, der hört sich an wie neben mir. Also, furchtbar. So, die sind ja schon über... Alter, jetzt kommst du hier nicht raus, weißt du? So, zack, zack. So, dann wird da schon mal alles zur Mitte hingeleitet. Na, ich könnte ich das direkt so machen. Oh. Zack, zack, zack. Zack. Krieg ich die auch so schräg hin noch? Hm. Das ist ja blöd. Aber egal, erstmal gucken, wo ich überhaupt überall hin muss. Ist ja hier, da. Ja gut, da muss ich natürlich hin in die Ecke, ne, ist klar. Aber da muss ich die halt von außen setzen. So. Hallo? Warum hat ihr mir den denn gerade weggenommen? Du nicht? So. Okay, eigentlich brauche ich ja nur schweben, dann geht's ja, ne? Perfekt. So, dann kann ich das doch hier auch ganz easy machen. So. 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 Mal, lass mich doch hier raus, ey. So. Hierhin und hierhin kommt einer. Und hier dann auch noch. Okay. Dann kann ich hier nämlich immer alle drei so ein bisschen nacheinander bauen. Dann habe ich hier direkt gleich eine richtig schöne, fette Fläche fertig. So. Dann habe ich gleich ein Viertel erst fertig. Krass. Ich glaube, ich hätte noch viel mehr Dinger machen müssen, wenn ich hier wirklich alles zubauen will damit. So. Erstmal werde ich hier dennoch ein paar Fackeln spammen. So, damit hier nicht irgendwo was gleich spawnt und mir hier einen Strich durch die Rechnung macht. Okay. Nächste ist dann von hier aus die zweite. Habe ich irgendwelche Steine dabei? Natürlich nicht, ne? War klar. So. Hier kommt einer hin. Plan mir das jetzt erstmal eben hier so, dann kann ich die nämlich alle so direkt zusammenbauen. Und hier kommt noch einer hin, alles klar, das muss weg. Boah, ich denke die ganze Zeit, die sind genau neben mir, ey, das ist so Paranoia hier zu arbeiten. Die muss weg hier. So. Aber ich muss die ja dann bis hier rüber, ne? Macht auch hier gar keinen Sinn, die dann hier rüber zu schieben, so. Okay, die hier muss weg. Weg da! So, dahin. Okay, dann habe ich die schon mal alle fertig. Dann kann ich jetzt hier einfach schön durchgehen. Zack, 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 zack. So, ich wollte schon sagen, ey. Ma. So. Mann! Lass mich hier raus! Dieses, dass man hier immer so eingefangen wird auch. Ich meine, das hat zwar natürlich sehr gute Eigenschaften, wenn es um Monster geht, aber ich klebe da immer dran wie in so einer Fliegenfalle, ey. So. So, dann fange ich jetzt mal von hier an, das fertigzustellen. So. Zack. Ah, lass mich doch hier raus. So, da, zumindest hat man ein Jetpack, ne, also... Oh, wenn er die jetzt mal automatisch nachgelegt hätte, ne? Dann hätte ich die richtig schön hier... Können wir auch im Flug machen, ist auch gut. So.
Okay. Die hätten wir jetzt fast alle verbunden. Die muss ich noch hier. So. Dann haben wir die Hälfte schon mal fertig. Ich hole jetzt erstmal ein paar Steine hier aus dem System. Aber ja, stimmt, kann ich ja hier dran. Und da ist ein Creeper hinten. Naja, ist mein Mitbewohner, der kann ruhig da bleiben. So, ich brauchte Stone. Den ganz normalen Clean Stone. Nicht? So, 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 dann machen wir mal zu hier. Einfach. Und dann kann ich ja eigentlich das von hier schon mal legen. Dann spawnen da vielleicht welche, aber die sterben natürlich sofort, nicht? So. Ma. Boah, diese Dinger. Also, welche Monster wäre, würde mich halt richtig abfacken hier. So. Bis man auch erstmal sich daraus befreit hat. Das ist so quasi echt, als ob der dagegen ankämpfen würde, der Kollege. Ach, guck mal hier. Hab ich noch gar nicht gemacht. Oh. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier hin, so. Jawohl, ich mach's halt einfach so. So, gucken wir doch mal, wie die jetzt hier so ankommen. Oh, es wird draußen Tag. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Aber ich probiere einfach mal was aus. Ich mach einfach mal hier so ein Loch rein. Guck mal, Creeper ist da, der möchte mich umarmen, aber ich brauche den nicht. Ne? Also, der soll mal abhauen. Ich will keinen, ich will, nein, keine Free Hugs. Bitte nicht. So, hau ab. Okay, weil ich könnte ja mal hier so einfach noch so ein ganz einfaches Dreieck, einfach mal, Viereck, einfach mal aufbauen. Hier so ein Kreuz quasi, nicht? Und mal gucken, ob dann auch noch nachts einfach welche da rein so gebracht werden, nicht? So, mal. Das hätten wir. Dann werde ich mich jetzt der anderen Seite widmen. Boah, ist aber auch hier ein Unterfangen, ne? Also. So, ich ziehe jetzt erstmal hier die Gerade. Da mache ich rechts davon alles da dran. So. Hier kommt die nächste an. Also kann ich die schon mal so setzen. Zack, da kommt die nächste an. Also setzen wir die schon mal so. Hier haben wir ja, wiederholt sich das Muster ja. So. Zack. Nee. Der war falsch. Den müssen wir so machen. So. Komischerweise war ich auf der anderen Seite hier, glaube ich, vorne. Ach nee, ist noch gar nicht. Ich habe erst gedacht, das wäre hier die letzte Reihe schon. So. Ja, dann habe ich doch gleich das hier schon fertig. Und warum legt ihr das Zeug nicht selber nach? Das ist enttäuschend. Also. Ne, ernüchternd, dass er es nicht mehr macht. Okay. Das hätten wir hier gleich. So. Ich bin mal gespannt, was die so abwirft überhaupt. Ob das gut abgeht. Also. Ich meine, die Grinder habe ich ja noch drüben stehen. Eigentlich müsste ich jetzt unten nur was aufbauen, wo die durch Wasser fallen, damit sie nicht sterben. Oha. Oder halt ein Portal. Ich könnte natürlich auch ein Portal bauen, ne? Dann kommen sie unten irgendwo rausgebeamt und werden dann da geröstet. So, also. Oder ich mache es so, dass ich quasi direkt hier in der Mitte die Grinder alle aufbaue. Ja. Und dann quasi oben drüber. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil da habe ich ja noch eine komplett freie Etage, die ich ja noch aufbauen wollte. Dass ich da quasi den Grinder mache. Weil hier gehen sie dann in ein Portal und kommen halt eine Etage höher raus. Das wäre eigentlich ziemlich cool. So, das hier. So. Zack. So. Da haben wir gleich schon fast hier die Hälfte wieder fertig. Also, das ging jetzt schneller, wie ich das gemacht habe. Aber gut, jetzt konnte ich ja auch schon auf Erfahrungswerte zurückgreifen, ne? Macht natürlich schon viel aus, nicht? So. Boah, wenn ihr mir das noch nach. Was würde ich dafür geben? Also, ich würde 5 € für ein DLC bezahlen, wenn das dann nachlegen würde, das Zeug hier. Nein, natürlich nicht. Also, ich bin kein Fan von DLCs. So, was haben wir hier noch? Hier muss ich noch rüber. Ma, geh doch weg hier. So, machen wir direkt die beiden hier. Lass sie einfach liegen, ist doch scheißegal. So, hier geht's dann weiter. Hier wieder. So, dann machen wir den hier so. Zack. So. Ma. Okay.
So, haben wir doch. Ne? Also ist nicht ganz so leicht hier immer mit der Navigation über diesen Teilen, aber was will man machen, ne? Und ich würde mal sagen, die Folge ist zu Ende. Ich baue meine Mob-Farm in der nächsten Folge weiter und bis dahin, hauen Sie. Tschüss.